Vor allem von 13 kann ich mir keinen Sieger hoffen. Sechster oder besser. Ja, übersteigt's mal nicht. Vettel, also, wie ist die Startaufstellung? Das muss ich jetzt kurz nachschauen. Kann man es nicht irgendwo ansehen? Ja genau, hier Klassement. Ja, Hamilton nur Vierter. Nicht schlecht. Okay. Ich werde auf Hard starten. Und wechsel dann früh. Runde 4. Sollte reichen, ich hoffe es jedenfalls. Dann kann ich ganz lange auf den Weichen fahren. Und vor allem die Runden mit dem wenigsten Benzin, was nochmal die Reifenhaltbarkeit erhöht. Weil weniger Benzin, weniger Gewicht, weniger Gewicht, weniger Reibung. Weniger Reibung, mehr, weniger Reifenverschleiß, logischerweise. Ah. Okay, ich will beim Start an Pastor vorbei. Muss die Rangordnung wiederherstellen. Teil fern. Ah. Ja, was? Okay, wie ist das passiert? Will ich jetzt anschauen. Bin ich selbst daran schuld oder bin ich nicht selbst daran schuld? Okay, ich bin selbst daran schuld. Scheiß drauf. Ich werde das nicht so hinnehmen. Okay, wieder schön die Lücke gefunden. An Grosjean dranbleiben. Kann ich ihn vielleicht hier ausbremsen. Das war ein großartiges Manöver. Nahezu perfekt. Ah, verdammt. Sorry, Grosjean. Aber ich will dich nicht wieder vorbeilassen. Okay, jetzt habe ich Hamilton direkt vor mir, das ist geil. Auch wenn ich nachher natürlich an die Box muss. Dann werde ich ihn nicht mal direkt vor mir haben. Gut, wieder Start und Ziel, erste Runde vorbei. Ich muss jetzt einfach versuchen, hier mitzuhalten bei Hamilton. Was schwer werden könnte. Denn die fahren alle eine deutlich schnellere Pace als ich. Und sie haben alle weiche Reifen und ich habe harte. Was wahrscheinlich die Pace erklärt. Und ansonsten liegt es daran, dass sie besser sind als ich. Okay, gut. Und die Kurve... Mann! Das muss jetzt einfach besser klappen. Sollten auf Energy Drinks erwähnen, wie lange sie wirken. Ah!
war jetzt schlecht gefahren. Du ich bin einfach ganz knapp viel zu langsam. Vor Grosjean. Du musst mehr pushen. Es wird richtig schwer werden, den Platz zu verteidigen, den ich nach dem Boxenstopp haben werde. Speziell gegen Ende des Rennens, denn dann werden die Reifen natürlich nachlassen bei mir. Zum Glück ist hier das Überholen sauschwer. Ah! Hat jetzt zwar DRS. Er kommt einfach auf keiner Seite wirklich vorbei. Weil die Strecke so dämlich gewunden ist. Sogar näher an Webberland kommen. Frag mich echt, wer Erster ist und Zweiter und Dritter. Denn Hamilton ist ja offensichtlich nicht mehr Vierter. Grosjean wird bald an die Box kommen. Schätzungsweise in den nächsten okay, Vettel ist Erster. Alonso hat eine schnellste Runde gefahren, das heißt, ich nehme an, der ist Zweiter. Boxenstopp, diese Runde. Denn mit schnellsten Rennrunden lassen sich in der Regel ganz gut Plätze verteidigen. Ja. Der Vorsprung auf deinen Verfolger beträgt weniger als eine Sekunde. Pass auf, er wird vielleicht DRS nutzen, um dich zu überholen. Ja, wenn er kein DRS benutzt, ist er ein ziemlicher Vollidiot. Kann ich weiterhin mit Webber mithalten eigentlich? Schaut mich jetzt die nächste Zwischenzeit. Bin gespannt. Vergiss nicht, an die Box 3-7. Langsamer. Du hast 2 Sekunden Vorsprung auf deinen Verfolger. Wir müssen diesen Abstand halten, damit er keinen Überholversuch starten kann. Ah, verdammt. Ja, es geht sehr an die Box. Von daher. Nichts mit Abstand halten, nichts mit Überholversuch verhindern. Reifenwechsel. Weiche Reifen bitte. Okay, weiche Reifen beim nächsten Stop. Raus jetzt, raus! Gut. Und ab auf die Strecke. Die erste Kurve ist jetzt schwierig zu bremsen, denn man muss relativ früh schon. Es ist keine Stops mehr geplant. Pass auf deine Reifen auf. Okay. Bin gespannt.
Es ist halt problematisch, dass ich jetzt im Feld gefangen bin, sozusagen. Aber vorteilhaft ist... Yes. Okay, jetzt überholen wir. Wieder los. Damit ist einer weniger, den es zu überholen gibt. Was macht denn Button so weit hinten? Ja, hier lässt sich nicht überholen eigentlich. Okay, jetzt außen drin. Innen drin meine ich. Button hat einen Fehler gemacht und weg vom Fenster ist er. So muss man hier agieren. Formel 1. Einfach knallhart hier den Fehler des Gegners ausnutzen. Okay. Ja, jetzt ist er nicht mehr mein Vordermann. Ich mag das irgendwie, wenn man so in der Gruppe fährt und einfach jeden Einzelnen nacheinander überholen kann. Besonders wenn sie solche Autos fahren. Pick hätte mir ein wenig Platz lassen können. Gut, ich hätte ihm auch nicht in den Arsch fahren müssen. Aber es hat funktioniert. Der Erfolg gibt mir recht. Okay, jetzt will ich meinen Startplatz wieder haben. Bremsblock. Geh aus dem Weg. Pastor ist 5 Plätze vor dir. Ja, Pastor, du musst aber noch an die Box, Kumpel. Okay, die sind schon weit vor mir, dass der Rest des Feldes, aber ja, mal sehen, wie sich das bewerkstelligen lässt. Ja, jetzt sind sie an die Box. Zurzeit sind ziemlich viele Autos an der Box. Du musst mit viel Betrieb am Boxenausgang rechnen. Okay, schon mal 8. Platz. Nicht schlecht, würde ich meinen. Der Fahrer vor dir ist auf harten Reifen unterwegs. Du bist also im Vorteil. Ich hoffe jetzt mal, dass mir das was bringt, auch tatsächlich. Dass ich jetzt auf den Weichen bin. Also langfristig betrachtet. Denn ich möchte schon gerne noch ein paar Punkte mit nach Hause nehmen. Zurück in die Schweiz.